Die fröhliche Pädagogik von Janusz Korczak. Früh zu Bett. Keine einfache Sache. Es scheint euch, wenn ich das sage, dass das auch so ist. Ihr überschätzt meine Autorität, Gehorsamkeit, die Reichweite meines Einflusses hier. Man muss vorsichtig und diplomatisch sein, denn wenn ich sage, Kinder sind kleine Hühner, dass sie mit den Hühnern zu Bett gehen müssen, wie die Hühner im Hühnerstall, dass sie so früh schlafen gehen müssen, dann, das versichere ich euch, wird aus all dem nichts. Und wir verlieren. Gleich heißt es, schlafen sei gesund. Der ganze Tag sei ohnehin schon mehr als genug. Am Abend komme Nebel auf und der Hals sei nackt, Tau und bloße Füße, ultraviolette Strahlen, Gewichtsabnahme, die Drüsen. Am Abend sei es dunkel, man könne nicht richtig sehen, man könne sich einen Zweig ins Auge stoßen. Sie sagen, die Erwachsenen brauchen auch ihre Ruhe, denn der Tag ist voll Geschrei, man muss sich satt essen und die Erwachsenen wollen am Abend in Ruhe gelassen werden und nicht diese ultravioletten Strahlen um sich haben. Aber auch wenn sich zwei Mamas wohlwollend verhalten, ist es anders. Diese ist zu klein, jener zu schwach, dieser zu überarbeitet wegen der Schularbeit und des Erfolgs in der Schule. Deshalb muss er auf dem Land Kraft für das ganze beschwerliche Schuljahr sammeln. Sie sagen, ich wisse es ja nur theoretisch, weil ich nie eigene Kinder gehabt habe, dass das mumifiziertes Wissen sei. Aber jetzt gäbe es Fortschritt, Tendenzen, Richtungen und ich sei Naphthalin, eine Fliege in einem vorsintflutlichen Bernstein. Ganz und gar mit den Hühnern übrigens, denn man muss sich gründlich waschen und es wird gequengelt, also ist es schon spät. Und das bringt einen um den Schlaf. Dann kommt die Schlaflosigkeit und dunkle Ringe unter den Augen, verschleierte Augen. Und sie essen keinen Spinat mit blutbildendem Eisen. Ich, die Achse. Der Rest ist dann Koalition und die Sache ist verloren. Zwei Mamas oder drei und ich, die Achse. Mit den Hühnern geht das nicht. Man muss das anders machen, vorsichtig und nicht auf einmal. Man muss den Boden bereiten. Allen voran mal hier und da einen Versuchsballon zur Propaganda. Hier sage ich etwas, dort flüstere ich zum Beispiel, wenn man jetzt nicht richtig mit dem Abhärten anfängt, später ist er selbstständig frei auf sich gestellt, auf den Skiern, dem Schlitten und dann verbiegt sich die zarte Wirbelsäule oder kriegt eine Beule am Kopf unter Bewachung. Setzt er sich ans Steuerrad, verliert die Herrschaft darüber und prallt gegen einen Baumstamm oder einen Haufen Steine am Wegrand. Die Orientierung übt man am besten in der Jugend und in der Dunkelheit. Und einer anderen Mama sage ich, dass ich in der neuesten Nummer einer ausländischen medizinischen Zeitschrift die neueste Entdeckung gelesen habe, nämlich, dass der Abendtau radioaktiv und hypoklimatoneologisch sei. Und der dritten sage ich, dass die Poesie der Abende auf dem Land im Unterbewusstsein Erhabenheit und Elektronen freisetze. Das seien unvergessliche Eindrücke und Einflüsse für das ganze Leben. Und der vierten, dass mir ein Junge erzählt hat, dass er gar nicht schlafe, wenn er früh ins Bett gehen müsse und dann böse würde und dass ihm dann bestimmte prüglerische Gedanken kämen. In Wirklichkeit hat er gesagt, manchmal liege ich gerne im Bett und denke nach, aber wenn ich nach einem Streit sofort schlafen gehen muss, kommen mir so widrige, das heißt böse, Gedanken in den Sinn. Erst muss man also Gespräche und Verhandlungen am runden Tisch führen, um den Widerstand zu brechen und eine Umkehr der Gedanken herbeizuführen. Und dazu verschiedene Richtungen, Beschränkungen, Warnungen und Falschereien. Weiter soll man nicht gehen? Gut, ziehen wir eine Grenze. Pantoffeln? Einverstanden. Und auch Söckchen. Milch ohne Grimassen schneiden? Wie viel? Ein Glas, zwei Gläser und Gemüse dazu?
und ein Schlusstermin, damit es nicht immer weiter in die Länge gezogen werden kann. Dann geht es 1, 2 auf die erste Aufforderung hin, ohne Zögern waschen, sogar Zähne putzen und hopp ins Bett, den Kopf aufs Kissen und im nächsten Moment. Und die Aufsichtsperson hat freie Hand. Aber ein Vertrag ist doch kein Fettchen Papier. Denn was wird, wenn ich 2 Abende lang einen diplomatischen Sieg feiere und dann ist es nur noch ein Wisch und die unwilligen Elemente ziehen ihre Konzession zurück und wir feiern den Streit und die Pleite. Wieder schlafen auf mein freundliches Guten Morgen. In der Frühe erhalte ich ein frostiges Guten Morgen. Denn ich bin eine fremde Intervention und mische mich ungebeten ein. Ich will euch von Herzen gerne helfen, aber nicht heute. Und kein Wort von den Hühnern, das ist ein Argument, das verärgert. Aber ihr dürft euch auch keine Bananen durchs Netz gehen lassen. Nun, ihr braucht doch die Abende für polnische Aufsätze. Wie ich meine Ferien verbracht habe. Man darf die Abende nicht außer Acht lassen, denn sonst ist das Thema nicht vertieft. Oder die abendliche Arbeit des Landmanns in Bezug auf die Charakteristik von Tadeusz. Oder Fluss und Wald an einem Vollmondabend. Und noch etwas. Die Erinnerung an frühere Zeiten und einen gesunden, nicht von Nerven geplagten Verstand. Später Abend im Dorf. Wir sitzen am Tisch, unterhalten uns. Ich frage, wo ist denn der kleine Junior? Wo ist denn unser Sonnenschein und sein Vater? Er rennt draußen herum, entweder ist er im Stall oder er fängt Frösche. Und die Mama, sie graben eine Grube. Ich habe ihn seit dem Mittagessen nicht mehr gesehen. Und der Vater darauf, er wird schon zu seinem Napf zurückkehren. Und auf dem Tisch steht und wartet eine Schale mit Milchkreuze, die inzwischen kalt ist. Nun, dann kommt der kleine Sonnenschein zurück. Er hat es eilig, schwankt auf den Beinen und ruft mit letzter Kraft, »Wie werde ich, Mama, essen?« Er setzt sich und ganz energisch, 1, 2, 3, isst er Löffel um Löffel, er isst, haut rein. Plötzlich stützt er die Ellbogen auf den Tisch, der letzte Löffel Grütze ragt reglos empor, hängt über seinem Kopf. Er ist eingeschlafen. Der Löffel neigt sich, die Grütze mit Milch tropft ihm in die Haare. Er flüstert im Schlaf, »Gib mir den Spaten!« Da nimmt Papa ihn auf den Arm. Jetzt ist er still, kraftlos gehorsam, macht nicht die kleinste Bewegung. Der Schlaf eines Kindes ist eines der schönsten Wunder des Lebens. Und dann wischt die Mama den Schlafenden auf dem Bett mit einem feuchten Handtuch ab. Die Pfötchen schwarz wie das Unglück, die Hosen zum Erbarmen und in Fetzen gerissen, die Beine übel zugerichtet. Mit dem Handtuch wischt sie ihm die Grütze vom Kopf. Und das herzige, liebe, süße Schnäuzchen, das verschmierte, wischt sie mit dem feuchten Handtuch ab. Und er trinkt den schweren, vollen Schlaf, trinkt er in großen Zügen, den dichten, üppigen Schlaf, den abgründigen, lebensspendenden, den spartanischen Schlaf. Jetzt kann man leichte und schwere Artillerie neben ihm aufbauen, schwere Geschütze und Zenitalkanonen und aus allen gleichzeitig eine Salve abfeuern. Und er, wie Blei und Beton, nichts, keine Regung. Er schläft. Nachts die Flöhe, denn ein Hund ist auch da, und die Mücken, und ab dem Morgengrauen machen sich die Fliegen unverschämt an die Augen und Ohren seiner Nase zu schaffen. Er niest, dreht sich auf die andere Seite, brummelt, seufzt, strampelt die Decke ab, schläft. Erst wenn er unfehlbar und mathematisch exakt ausgerechnet hat, dass es genau jetzt genug ist. Erst dann verzieht er das Gesicht, reibt sich mit den Fäusten die Lider, öffnet die Augen, blinzelt, schaut sich erstaunt um, kratzt sich, schaut, dann sieht er und erst dann lächelt er. Die Schlaflosigkeit von Kindern ist auch etwas, was man erfunden hat. Und jetzt, er übergießt sich. Oha! Untergehen wird er nicht. Er trocknet sich ab und
Schon ist er trocken. Zu wenig Stroh da, wird das Vaterland ihm das verübeln. Tut es dir um das Stückchen Seife leid, mit dem du deinen Schatz wäschst, um das knappe Tuch, um das Hemdchen, um diesen jungen Wald zu baden? Fehlt es an Wasser für diese junge Generation, die Zukunft des Volkes und das Geheimnis von morgen? Fließen soll es, meine verehrte Dame, zum Wohle. Das ist kein Nachteil, keine Schande, kein Schaden. Das ist Trauer. Was kann man denn Besseres und anderes tun? Am Abend hat er leichtsinnigerweise vergessen, in der Nacht hat er rechtschaffen geschlafen. Er wächst, meine liebe Dame. Und das ist keine geringe Anstrengung und Mühe. Ich bin altmodisch, nicht von heute. Es gäbe noch viel zu reden. Ich denke an die Ferienkolonie. Hitze, Sonnenglut, 100 Jungen. Am Tag konnten sie nicht, da aßen sie nichts. Und am Abend gab es Kaltschale und Sauermilch mit Kartoffeln. Ich hatte vorausgesagt, dass es Erfolg haben würde. Nun, und in der Frühe, an die sechs hatten, bitte sehr, einen See unter ihrem Bett. 6 von 100, ist das zu viel? Nach meinen genauen Berechnungen sollten es 2 bis 3 Strohsäcke sein, die man trocknen muss. Man sagt Pech. Und der Bengel erklärt boshaft: Die haben heute den Feiertag des Meeres, Herr Doktor. Ich darauf sei still. Sonst schämen sie sich. Ich weiß, ich habe die Angelegenheit erforscht. Ich kenne sie. Es würde zu weit führen, darüber zu reden, aber ich behaupte, dass jedes Kind das unverbrüchliche Recht auf 2 Katastrophen im Jahr hat. In der Sommerkolonie, in Verhältnissen, mit denen es nicht vertraut ist, muss man den Prozentsatz erhöhen. Das sage ich ganz deutlich. Der heutige Mensch ist bequem, ungeduldig und hochmütig. Alles soll leicht von der Hand gehen. Allem will er vorbeugen. Er wird bei jeder Unbequemlichkeit, jedem Hindernis zornig und ärgerlich. Er hat es eilig, will alles sofort. Ein Bäumchen braucht Jahre, um heranzuwachsen. Der unerfahrene Schlaf eines Heranwachsenden ist naiv und unbeholfen. Es gibt eine Prozesssucht. Will man um Naturgesetze prozessieren? Ihr verlangt von mir, dass ihr später schlafen gehen dürft, nicht mit den Hühnern? Es geht dabei nicht um die Hühner, sondern um den Geist der Zeit, um das Excelsior des Wissens, der Strom. Es ist schwer, gegen den Strom zu schwimmen. Die Leute haben Angst. Gleich ein angeschrammter Wundstarrkrampf, eine rostige Blutvergiftung. Ich weiß es. Ja, ich weiß es doch. Besonders abends macht Anspachen und Rinaldo und Verstecken Spaß. Ich weiß, dass es in der Kühle am besten ist. Und wer will, lässt sich unter eine Kiefer fallen und schläft ein. Und erst später gehen die Erwachsenen, also wir, auf die Suche. Zum Pilze sammeln. Und wir finden euch, tragen die Schlafenden fort. Erst jetzt bringen wir die vom Schlaf übermannten und überraschten in ihre jeweiligen Betten. Aber ich bitte euch, Traum bleibt Traum und Leben bleibt Leben. Das Ideal und die harte Wirklichkeit, der Plan und seine Verwirklichung und die Verantwortung. Denn überlegt doch einmal ganz unvoreingenommen, es braucht ja nur etwas schief zu gehen, irgendeine kleine Drüse, Husten, 37,3, und gleich regnet es Demarschen und Interpellationen auf meinen armen Kopf. Und wo bleiben dann meine Ruhe und meine Erholung, meine Feldarbeit und meine Studien? Das Streben nach Hören in den Ferien, das eigene sich hochziehen, denn eigentlich sind es die Hosenträger, die man zieht. Das Sichziehen und Ausrichten in die Höhe. Glaubt nicht, dass ich mich herausreden will. Nein, gleich morgen werde ich sagen, dass die Abende und die Sterne für die Kinder sind. Dass die wissenschaftliche Gesellschaft, die wissenschaftlichen Versammlungen, eben Gespräche dann am besten stattfinden. Denn am Tag hat man dazu keine Zeit. Und das ist schade, weil man am Tag keine Zeit hat, macht man es abends. Merke,
Die Überfütterung von Kindern mit Schlaf führt erst zu ungesundem, dann zu verwahrlostem und dann zu abartigem Schlaf und zerrütteten Nerven. Wie viele Stunden muss ein Kind schlafen? Genauso viele, wie es schläft.